Ja, hallo, da sind wir auch schon wieder. Und ja, was wollte ich schon mal sagen? Ah ja, hallo, hier ist Eddie Winkelmann. Willkommen zu Pokémon Blau. Parts, I don't care. Ich nicht wissen. Und wir holen raus. Wir lassen die Deckkarte mal drin. Bla bla bla. Du trägst Pokémon bei dir? Lass uns kämpfen! Aggressiv! Pfadfinderin möchte kämpfen. Setzt Myrople ein. Zum Glück habe ich Blutexo drin gelassen. Ich setze Blut ein. Ist das nicht atemberaubend? Bam, 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 bam. Es hat keine Wirkung. Schlafbude hat keine Wirkung. Text benutzt der Schneider. Ja, das ist echt momentan echt nicht spannend. Da setzt du doch Mirapla ein. Tu das. Meine Güte. Glut und nein, es hat überlebt. Das ist jetzt echt scheiße. Ja, ich habe der Schneider eingesetzt. Mirapla ist bei dick im Arsch. Und er setzt Knopfhänse ein und oh mein Gott, wir haben ja echt sowas von keine Chance und wir setzen Blut ein. Und nein, es war ja auch nur sehr effektiv und das schadet mir und das zieht ja auch so viel ab, 4 um genau zu sein. Wir setzen Zerschneider ein und laut Logik müsste die Pflanze jetzt zerschnitten werden, doch Knopfhänse lebt noch, wurde einfach nur besiegt. Blutext erreicht Level 26, ist aber vergiftet, sodass wir das nicht sehen können, dass er ein Level erreicht hat. Eddie besiegt die Pfadfinderin, du hast gewonnen, bla bla bla. Bla 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 bla, ich benutze den Gegengift, um die Texas Gift zu heilen, bla 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 bla. Ja, ja. Oh mein Gott, was macht der Wanderer denn hier? Woher ich weiß, dass das ein Wanderer ist, ich bin allwissend. Wir finden 34, ich umgehe den Wanderer und erschrecke von hinten. Endlich kommt jemand, hier war richtig langweilig. Ja, mir ist momentan auch recht langweilig. Und ja, Wanderer möchte kämpfen. Und jetzt mal Schollo ein. So, ich grab mich ein, er macht Fußkick. Der hat also den daneben, weil ich eingegraben bin. Ich mach Schaufler. Schaufler zieht ihm relativ viel ab. Karate-Schlag macht er bei einem Volltreffer. Finde ich total doof. Aber ich hab ja noch meine Blutattacke. Und die hat ihm voll gegeben. Jetzt setzt er einen Onix an und jetzt zeige ich euch was, weil ich habe eine Vermutung, dass Giruf nämlich sich nach dem Gewicht des Gegners richtet. Ich weiß, ob mein Bruder das geschrieben hat, aber er hat mir gesagt, dass er sowas Ähnliches geschrieben hat. Also würde ich sagen, es geht nach Gewicht. Das sehen wir, wenn Onix jetzt besiegt wird. Okay, es muss entweder irgendwas anderes sein oder Onix besteht aus hohlen Steinen. Ich denke eher Ersteres. Das war Geoborf, das war Onix, das war der Wanderer. War das etwa schon alles? Oh, ich habe kein einsatzbereites Pokémon übrig. Ja, du Opfer. Bla 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 bla. Ich werde diese Chance nutzen und mal auf meine Karte schauen. Die allwissende Karte. Wir sind auf Route 9. Interessant. Oh. Und oh mein Gott, der bemerkt mich erst jetzt. Ha! Wie wäre es mit einem Kampf? Alles klar. Der Wanderer möchte kämpfen. Das ist zu atemberaubend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und er benutzt ein Kleinstein Level 21. Ein Level 21 Kleinstein scheint nichts Besonderes, ist aber irgendwie ein hohes Level für einen Kleinstein. Ich setze Steinwurf ein. Aber ich weiß, ob es ein hohes Level ist. Mir kann hier in diesem Raum, da ich alleine bin, nämlich keiner sagen, ob das viel ist. Und ja, ich grab mich ein.
er macht Finale. Er setzt Onix ein, dann ich möchte mein Pokémon nicht wechseln, weil es schon bereit ist zum Angriff. Denn ich benutze jetzt Schaufler. Und es war ein Volltreffer und das war's. Meine Güte. Perfekt. Aha, ein fairer Kampf. Ja, wenn du so blöd bist und ein Finale einsetzt. Außer er hat es jetzt gerade ernst gemeint mit dem fairen Kampf. Also. Oh nein, wer hätte es gedacht? Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Ja, schön für dich. Oh, ein Pfadfinder möchte kämpfen. Ja, was soll ich sagen? Das hier ist mein 102. Video, glaube ich. Nee, mein 103. 102. 103. Who knows? Und ja, das ist so toll. Ich habe jetzt Mega Man 3 endlich beendet. Ein schweres Spiel mit schöner Musik. Du Text erreicht Level 27. Grumanda wird in den Kampf geschickt. Und ich möchte das Pokémon rein deswegen rausholen, weil es meine Vorentwicklung ist. Grumanda sieht aber schön aus, hier ist das Spiel. Und ich werde Mega Ihm einsetzen. Punishment! Das war eher ein Uppercut. Oh nein, es benutzt Heuler. Ja, mein Angriff sinkt. Doch trotzdem werde ich Rotzüge einsetzen. Und mein Angriff sinkt so stark, dass das noch nicht besiegt ist. Und ich mache Ruckzuckieb und das war ein Volltreffer und Victory und so. Schnell und präzise besiegt. Blub blub blub. Lalalalalalala. Und dann der macht das sein. Erst wechsle ich mein Pokémon. Oh, ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihrem Kokon zu pflegen. Oh nein, ein Pfadfinder. Solch Langeweile trifft auf. Oh, welch Langeweile. Die Entwicklung von Kokuna, Ibor. Schön, dass er uns verarscht hat von wegen Kokon und so. Ibor ist schon lange raus aus dem scheiß Kokon. Volltreffer, welch Glück. Seligkeit. Pikachu erreicht Level 26. Ja, da bin ich zufrieden. Pikachu versucht Sternschau zu erlernen. Das ist eine schöne Attacke, kann ich nicht. Attacken erlernt, sondern eine andere Attacke. Vergessen werden? Ja. Welche Attacke soll vergessen werden? Oh, hol mal von meiner Donnerwelle, weil ich Donnerwelle ja eh nie einsetze. 1, 2, 5 hat Donnerwelle vergessen und erlernt. Sternschauer. Ja, und noch ein Bibor. Toll, er hatte 2 davon. Ist jetzt aber nochmal mega hip sein, es wird eh kein Volltreffer, aber Furienschau, eine schöne Attacke. Ist Zufall. 2 bis 5 Mal kann sie angreifen. Ich hatte Glück und es hat nur 2-mal geworkt. Und nein, es. Ah, das könnte jetzt auch anders aussehen. Das zieht 3 ab. So, da ist es ein Schlag mehr. Und das sind 4 Schläge. Und so unfair wie das Spiel ist, sind es direkt erstmal 5. Ja, Pikachu, du bist der Größte. Was? Das war die reinste Zeitverschwendung. Für dich, für mich was Gutes drin. Ja, was machst du denn hier? Ist doch nur Luise. Nein, ich finde Elsa in diesem nicht verdächtig aussehenden Stein. Und das sieht wirklich nicht verdächtig aus. Das war nämlich jetzt kein Sarkasmus. Ja, so sieht es nämlich aus. Und bla bla blub. Blub blub. Du hast keine Chance gegen meine Käfer-Pokémon. Wieso schon wieder so einer? Oh, sitzt. Oh, nee. Das ist Zeitverschwendung für mich. Ja, so sieht Sternschauer aus, eine schöne Attacke. Und ich werde es einfach ein bisschen beschleunigen. Ein Blutzug, so viel zum Beschleunigen. Blutzug hat auch noch eine Entwicklung. Diese Entwicklung heißt Omots und Omots ist
auch ein Pokémon. Mein Pikachu ist zu blöd, um dieses Teil zu besiegen. Das war jetzt wahrscheinlich ein schlimmer Fehler von mir, weil er hat Schiff besiegt. Scheibenkleister. Ja, so viel dazu. Von wegen... Vorspulen und dann das Ende. Nee, ich wollte cool machen, da hab ich alles versaut. Meine Gärtnerbürgermann! Heul doch! Nicht ganz ein! Ja, hier ist noch ein Trainer. Ich gehe durch den Fels und nach Lavandia. Nein! Meinst du ich nicht? Denn es gibt ja nur einen Ausgang bei diesem Felstunnel. Ja, jetzt guckst du. Pfadfinder möchte kämpfen. Jetzt ratzfatz sein. Los, Smetbo. Wieder ein unspannender Kampf. Oh, wo kommt das Dick da denn her? Es hat sich eingebuddelt. Oh mein Gott. Und ein Sandern. Und wow, wir sind die Größten. Mit dir habe ich mich übernommen. Ich habe nur Konfusion eingesetzt, was eigentlich passiert ist. Dick Dutch angebuddelt. Nachdem ich bei ihm vorbeigegangen bin, mich hinter ihn stelle, mache ich noch einmal einen kleinen Schnitt. Und dann kommt der letzte Part für mich heute, für euch immer wieder morgen. Bis dann.